So, hallo und herzlich willkommen in dieser auserwählten Runde, kleine Runde. Die anderen sind alle im Biergarten oder genießen das Wetter sonst wo, aber hier ist ja eigentlich auch ganz schattig. Insofern, und umso schöner ist es, dass Sie hier sind heute Abend zum nächsten GU-Dialog, der Vortragsreihe des Instituts für Gesellschaft und Digitales. Und heute geht es um Literatur und Digitalität und insbesondere um die digitalen Entstehungsbedingungen von schriftstellerischer Arbeit. Der Autor und Literaturwissenschaftler Andreas Bühlhoff hat es sich quasi zur Aufgabe gemacht, sage ich mal, diese Produktionsmittel offenzulegen, die digitalen Werkzeuge und Arbeitsumgebungen, mit und in denen heutzutage zum Großteil Literatur entsteht. Meistens macht er das allerdings bei anderen Autoren und Autorinnen im Rahmen der sogenannten Reihe TAP Talks am Center for Literature. Aber heute macht er das an seinem eigenen Rechner und zeigt uns, wie seine digitale Arbeitsumgebung aussieht. Und also ist das insofern so eine Art Atelierbesuch bei dem Autor Andreas Bühlhoff. Und um im Bild zu bleiben, beim Atelierbesuch, die Dramaturgin Jenny Bohn, unser weiterer Gast heute Abend, führt uns quasi durch diesen Atelierbesuch. Sie ist die Leiterin des Dramaturgie-Teams vom Center for Literature Burg Hülshoff und ist dort unter anderem verantwortlich für die digitale Burg. Damit ist sie Expertin für die Aufführung von Literatur als Dramaturgin, klar, und wird uns als diese auch sicher heute Abend noch was erzählen, was für eine Rolle die Aufführung von Literatur für einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien spielen kann. Gut, sehr schön und wir freuen uns sehr, dass ihr zwei heute Abend hier seid. Nachher gibt es wie immer Zeit für Fragen und dann auch noch Stullen und Getränke, wahrscheinlich heute sehr viel. Ich hoffe, Sie haben einen großen Hunger. Und damit übergebe ich das Wort an Andreas Bühlhoff und Jenny Bohn. Vielen Dank. Ja, Danke. danke, Ralf, danke für die Einladung. Eigentlich ist jetzt schon sozusagen viel vorweggenommen worden, was wir sind. Genau, ich bin Dramaturgin, arbeite für das CFL. Andreas ist Autor und Literaturwissenschaftler. Wir haben gemeinsam das Konzept von Andreas' TAP Talks ausentwickelt, weiterentwickelt und auf die Bühne gebracht, die digitale Bühne. Darum geht es heute ein bisschen, aber nicht nur. Und genau. Und wir würden da heute unsere analoge Premiere vollziehen, weil wir das normalerweise nur im digitalen Raum stattfindet, das Format. Und deswegen, Andreas, bitte ich dich, deinen Bildschirm zu teilen. Und ich frage dich, wo befinden wir uns jetzt? Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Und wir befinden uns gerade, vielleicht wechsle ich mal den Tab, auf meinem Laptop. Ich hab nur einen Computer, einen aktiven Computer. Das ist mein Laptop. Der ist zugleich Arbeitsort und Freizeitort. Es gibt so in der Gaming Theory oder so diese Unterscheidung von Good Screen und Bad Screen. Mein Screen ist beides gleichzeitig. Also Good Screen ist sozusagen der, wo man produktiv ist, wo man Arbeit leistet und so weiter. Und Bad Screen ist der, wo man abgelenkt wird, wo man in so im Serienmarathon versinkt, wo man binge-watcht oder Computerspiele spielt. Genau. Und ich habe sozusagen nur One Screen und das ist der ist beides zugleich. Allerdings, und das war so ein bisschen vielleicht so ein bisschen ein Dämpfer, dachte ich erst für das Konzept, was wir uns überlegt haben für heute. Allerdings ist mein anderer Laptop vor ja so knapp anderthalb Monaten, vor einem Monat kaputt gegangen. Der lag falsch und dann hat sich meine Tochter draufgesetzt und dann ging der nicht mehr. Und ich, Lag falsch. naja, also hätte er weiter oben gelegen, hätte man sich nicht draufgesetzt, denke ich. Aber sozusagen das Problem, was existiert in meinem Leben und ich denke auch im Leben anderer Personen, die Laptops benutzen, ist, dass das ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist gebackupt so, aber der befindet sich aktiv auf dem Gerät. Wenn das Gerät ausfällt, brauche ich eigentlich ein Ersatzgerät,
was im Idealfall wieder da anknüpft und wo ich mit dem Alten aufgehört habe. Und dann gibt es das Problem, sozusagen zieht man alles rüber und lässt die ganze Messiness wieder rein in sein neues Gerät, was ja eigentlich irgendwie clean ist, oder fängt man neu an und zieht nur die Sachen rüber, die man aktiv benutzt. Und ich bin jetzt hier sozusagen noch in der Phase von, ich wähle aktiv die Einheiten von meinem alten Rechner aus. Ja. Wie sieht denn dein Desktop aus, wenn wir den, ist der jetzt so aufgeräumt wie so ein neuer, so, oh, okay. Ja, das ist sozusagen, das ist Standard, oder die Standardeinstellung noch, ja. Wie lange brauchst du, damit es anders aussehen wird? Viele Bildschirmfotos, Ordner, die sich überkreuzen, andere PDFs, die man einfach mal so reinzieht? Oder bist du eine Person, die das alles wohl sortiert? Nee, ich sortiere fast gar nicht auf dem Computer. Also ich habe sozusagen, ich habe Ordner, die kann ich gleich zeigen, in denen ich Arbeitsprozesse speichere und ablage. Aber sowas wie Desktop-Hintergrund oder so ist mir relativ unwichtig, weil ohnehin im Regelfall, jetzt, ich habe ein bisschen aufgeräumt für heute, im Regelfall ist so viel gleichzeitig geöffnet, dass ich den Desktop nicht sehe und auch nicht sonderlich als Ablageort benutze, sondern dann eher ja, im Finder oder so unterwegs bin. Ralf hat es ja eben auch schon erwähnt. Ich hoffe überhaupt, dass das du in Ordnung ist. Ich verwende das jetzt einfach. Wir machen das im Digitalen immer so und ich übertrage das jetzt einfach ins Analoge. Genau, Ralf hat es eben schon erwähnt, wir verschieben heute die Rollen, wir tauschen sie gar nicht. Ich bin eigentlich nie auf der Bühne, wir machen immer im Hintergrund, gemeinsam bereiten wir das vor. Aber normalerweise ist Andreas die Person, die befragt und sich auf den Desktop einer anderen Person schleicht oder da unterwegs ist und Autor, Autorin muss teilen. Weiß gar nicht, wie wohl du dich jetzt mit dieser anderen Situation fühlst, aber es ist vielleicht ganz gut dann mit dem neuen Rechner, dann fühlst du dich direkt... Können keine Unfälle passieren. Relativ safe. Ja. Relativ safe, genau. Aber damit ihr und genau so ein bisschen versteht, wie das normalerweise abläuft für Personen, die keinen neuen Rechner haben oder in welcher Rolle Andreas sonst ist, würde ich dich bitten, das vielleicht mal zu zeigen. Genau, ich habe so ein bisschen, ich habe zwei, drei Sachen vorbereitet, die ich zeigen kann aus der Veranstaltungspraxis, jetzt von diesem speziellen Veranstaltungsformat. Und das ist der, das sind von den ersten vier Veranstaltungen mit AutorInnen die Momente, wo sozusagen meine Anmoderation aufhört und die Person dann ihren Bildschirm shared und dann mal so der, ja, die ersten Sätze, die gewechselt werden. Mal gucken, ob ich das hier alles so treffe. Ja, das müsste passen. Das war der erste Tab-Talk mit Katrin Passig. Hier bist Katrin. Und jetzt noch ein Satz, ein Zitat von dem Medienwissenschaftler Matthew Kirschenbaum, schreibt, the story of writing in the digital age is every bit as messy as the ink-stained rags that would have littered the floor of Gutenberg's print shop. Gehen wir uns also hinein in diese Messiness, die durchaus auch aufgeräumt sein könnte. Ich bin da genauso ahnungslos wie Sie. Mal sehen, wo wir landen. Und Katrin, es wäre wunderbar, wenn du jetzt deinen Bildschirm teilen könntest. See you on the other side. Könnt ihr den jetzt sehen? Ja, ich kann ihn gut sehen. Ja. Diese Messiness, die passt. Also bevor ich was zum Bildschirm sage, will ich was zu dieser Messiness loswerden. Ich bin ein bisschen, ich habe eventuell ein bisschen die Stirn gerunzelt an der Stelle, wo du Alison Parrish zitiert hast mit The System, weil ich gar nicht weiß, was das sein soll beim Schreiben, The System. Da gibt es so viele verschiedene Orte, an denen das, also digitale Orte, an denen das stattfindet und so viele Methoden für jeweils unterschiedliche Dinge und auch so viele Level, auf denen man das betrachten kann. Also ich weiß wirklich nicht, wo ich da The System ansiedeln sollte. Soweit vielleicht. Ich würde jetzt einfach so zwei, drei Clips hintereinander zeigen, wenn das okay ist. Dann hat man so ein bisschen Anschauungsmaterial und vielleicht Vergleichsmaterial. Genau. Ja, man kann ja dazu sagen, auch dass die Autorinnen nicht alle aus dem Digitalen sozusagen kommen. Deswegen unterscheidet sich auch der Moment, wenn du auf die Bildschirme gehst. Ne? Der Person Katrin Passig ist eine Pionierin sozusagen im Digitalen als Literatin und auch Wissenschaftler, also essayistisch dort auch unterwegs. Aber genau, Mara Genschel weniger.
Genau, das muss man vielleicht eh sagen. Also die eine Prämisse des Veranstaltungsformats und auch meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema ist, oder ja, Prämisse ist vielleicht schon zu schwach formuliert, also eine Gegenwartsbeschreibung, dass schriftstellerische Arbeit heute eben im Wesentlichen am Computer stattfindet, aber relativ wenig darüber gesprochen wird. Und unabhängig davon jetzt, wie reflektiert der Umgang ist, ist man sozusagen bestimmten digitalen Prozessen ausgeliefert als UserIn. Genau, aber jetzt nochmal ein anderer Share-Moment. An dieser Stelle wiederhole ich noch einmal das Zitat, das auf dem Beginn von TED Talks 1 markiert hat und das so etwas wie mein Motto für TED Talks geworden ist. The story of writing in the digital age is every bit as messy as the ink-stained rags that would have littered the floor of Gutenberg's print shop. Hinein also in diese Messiness. Mara, es wäre wunderbar, wenn du jetzt dein Bildschirm teilst. See you on the other side. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns erzählst, wo wir uns bei dem Screenshare befinden und wo du dich gerade physisch befindest. Ja, den Screenshare habe ich jetzt, da habe ich meinen Desktop-Hintergrund nochmal geändert, um dich zu verwirren. da befinden wir uns auf meinem Schreibtisch-Oberfläche. Ich habe jetzt wirklich wirklich nichts weggemacht, sozusagen. Das ist alles sehr, sehr banal und sehr random, was da zu sehen ist. Im echten Leben befinden wir uns in meinem Arbeitszimmer von meiner genialischen Crazy Wall, die allerdings auch eine Simulation ist für Anlässe wie diesen. Und aber im Prinzip eigentlich sehr aussagekräftig für diese angewandte Mischform, in der ich mich bewege zwischen Notiz, Handschrift schon auch und Visualisierung in irgendeiner Form von Schrift und eben eigentlich so Schriftfunden. Jetzt hier auch, das ist ein Screenshot aus dem Film. Und kannst du kurz vielleicht noch sagen, ich glaube, das war schon der interessante Teil. Ich springe noch mal zum nächsten Beispiel. Der TED Talks-Veranstaltung mit Clemens Setz. In dem es irgendwie um Schreiben mit digitalen Tools geht und die Messiness, die dabei entsteht. Jetzt kommt zur dritten Ausgabe ein neues Zitat, und zwar von Michel Foucault, über das wir reden können oder auch nicht. Und das geht so, there are no machines of freedom by definition, Tatende. In diesem Sinne wäre es wunderbar, wenn du jetzt deinen Screen teilst, lieber Clemens. See you on the other side. So. Ich nehme an, man sieht alles schon, oder? Ja, ja, funktioniert super. Man sieht einen Hasen als Hintergrundbild. Ja. Vielleicht kannst du kurz damit anfangen, uns zu erzählen, wo genau wir uns befinden. Auf was für einem Gerät sind wir gerade? Und wo sitzt du gerade? Ich sitze in der Ecke, die mein, also ich habe, es gibt einen Raum, der eine kleine Ecke besitzt, und das ist mein Arbeitszimmer, die Ecke. Der Raum selber ist noch für vieles andere. Der ist ungefähr genauso groß wie der Tisch, und so ein knappes, das ist mein gesamtes Büro sozusagen. Ein kleiner Sekretär, an dem ich sitze, also ein ganz kleiner Arbeitstisch. Auf dem passt ein MacBook. Und neben mir noch so ein Bücherstapel, auf dem das Podcast-Mikrofon ist. Ja. Genau, also sehr, sehr klein und beschirmt und umgeben von Büchern. Und du hast nur den Laptop-Screen an, oder hast du noch einen zweiten Screen da stehen? Nur ein Laptop, genau. Das ist alles, was ich habe. Bis jetzt keinen anderen Computer, nur den. Okay. Ja, es gibt noch alte Laptops, die man halt ich kann die nicht wegwerfen, weil ich lege sie halt dann so, sind zwei, drei, glaube ich, sind das. Aber nein, es ist ein MacBook und nicht das Neueste, aber doch irgendwie funktioniert noch alles ganz
ganz gut, gerade noch, glaube ich. So jetzt fängt langsam an, dass man mir alle Updates aberkennt von Software und dann mich zwingt zum nächsten und so weiter und so weiter. Und das ist also der Homescreen, den man da sieht, oder wie nennt man das denn? Der Desktop, ja. Ja. Weil, der Schreibtisch und da sieht man einen Haufen Ordner mit manchmal selbsterklärend, manchmal vielleicht ein bisschen rätselhaften Titeln und den einen oder anderen Bildschirm, so ein Screenshot und ja, aber auch Texte, Bilder, Texte und so weiter. Das ist sehr, ja. Ich mache eigentlich nichts anderes als arbeiten, aber ich mache keine Gaming oder sowas. Ich mache nichts mehr sonst. Also darauf. Es ist jetzt rein so für Schreiben, Recherche, Lesen und so weiter. Ja. Aber Steam hast du noch installiert, sich unten an deiner Tastatur. Mit drei mickrigen kleinen Spielen im Augenblick. Obwohl eines ziemlich cool ist, dass das frustrierendste Spiel, was ich je gespielt habe. Das enthalte ich sozusagen vor jetzt. Ich fand nur den Moment interessant, dass Clemens jetzt hier sozusagen so betont, es ist sein Arbeitsrechner. Unten in seiner Leiste ist aber sozusagen Steam, der Spiele-Client, installiert und darauf angesprochen, was folgt sozusagen, ist direkt irgendwie ein 5-6-minütiges Gespräch über dieses Spiel, was er auf dem Rechner spielt, was ihn auch total inhaltlich interessiert und sozusagen auch nicht irgendwie verschämt zurückhalten will, sondern es geht, glaube ich, eher auch in seine Schreibpraxis und in Beschäftigungspraxis als Schriftsteller ein. Aber in dem Moment, wo er den Bildschirm shared, betont er sozusagen eigentlich, dass er diese Tätigkeit an dem Computer nicht nachgeht. Zeigst du noch was? Oder? Ich denke, wir könnten erstmal drüber sprechen, ja, genau. Ja. Weil, ohne dass wir jetzt so genau erklären, was die TED Talks sind, ich glaube, das ergibt sich auch in unserem Gespräch vielleicht als Gefühl und dann gerne später in den Fragen, wenn was offen bleibt, reden wir noch mehr darüber. Aber es soll ja heute auch nicht nur um das Format gehen, sondern eher um die Frage von Literatur und Digitalität, wie das zusammenhängt in der Produktion, aber auch in der künstlerischen Praxis. Und da haben wir jetzt schon so einen Moment gehabt, wo ich dich fragen will, man muss auch sagen, TED Talks ist deine Idee. Wir haben das später zusammen weiterentwickelt, aber es kommt ganz klar von dir. Und dann warum eigentlich? Hast du da deinen privaten Voyeurismus bedient, weil du gedacht hast, was machen die eigentlich da alle? Wie sieht das bei denen aus? Oder gibt es da auch ein literaturwissenschaftliches Interesse? Ja, also ich, suggestiv gefragt, sicherlich beides. Also das ist ein... vielleicht antworte ich erst sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive. Ich hatte dieses Zitat bei dem letzten TED-Talk, den wir gesehen haben, als Einleitungszitat, dieses "There are no machines of freedom by definition". Das ist so ein bisschen vielleicht auch so eine Grundthese, die mich interessiert. Wie groß ist eigentlich der Einfluss von den Tools, die wir benutzen, oder von den Medien beziehungsweise von den Werkzeugen, mit denen wir arbeiten, auf das Ergebnis. Also am Ende vielleicht so die Frage danach, wie frei ist man eigentlich im Umgang mit den Geräten, mit denen man arbeitet. Und da gibt es immer noch so sozusagen die Kunstproduktion ist so ein bisschen der in den Diskursen der heilige Gral der Freiheit. Solange Kunst sozusagen noch produziert werden kann, kann es nicht so schlimm sein mit dem Technikdeterminismus, mit dem sozusagen Maschinen auf unsere Verhaltensweisen einwirken, wenn man das so plakativ formulieren will. Und dem nachzuspüren, ist sozusagen wissenschaftliches Interesse. Und es gibt, glaube ich, verschiedene Wege an diese Praktiken, schriftstellerischen Praktiken ranzukommen. Man spricht da vielleicht von dem Unterschied von explizitem Wissen und implizitem Wissen. Wie kann man Praktiken und implizites Wissen sichtbar machen? Das wären so die Regeln, die im Verhalten existieren, die nicht irgendwo ausformuliert sind oder angesprochen werden können. Und da ist eine Methode, das sichtbar zu machen, okay, man schaut sich an, wie machen das eigentlich die Leute. Das kann man in
in Interviewsituationen machen oder eben vielleicht in solchen voyeuristischen Einblicken in die eigenen Arbeitsumgebungen. Und ja, so ein wissenschaftlicher Wunsch wäre, man kann dadurch erstmal überhaupt eine Datenlage generieren, um über den Einfluss von digitalen Tools auf schriftstellerische Arbeit sprechen zu können. Ein anderes Moment, was mich interessiert, und das war hier schon vielleicht so auf, sind so Streaming-Formate wie Twitch, aber auch das Moment von Screenshare in Präsentationen, in Vorträgen oder so. Hier läuft immer der Chat mit, ich muss mal gucken, ich will da nichts sozusagen zeigen, was ich, ja, wohinter man nicht stehen kann. Twitch-Chat ist so ein bisschen bekannt dafür auch, dass er zum Teil schlecht moderiert ist. Aber es gibt sozusagen das Moment im Streaming von Computerspielen, dass man den Screen der Person, die spielt, eigentlich aus der Perspektive sieht, aus der man selbst beim Zuschauen auf den Rechner schaut. Also es gibt so einen Moment von, das könnte ich sein, der gerade hier an seinem Rechner sitzt und dieses Spiel offen hat. Es gibt so eine komische Überblendung von Fremdbetätigung und Eigenbetätigung. Und ich glaube, das ist ein Moment, das überhaupt nicht existieren kann, weil wir alle an ähnlichen Geräten sitzen. Also es gibt eine bestimmte Form von Standardisierung digitaler Endgeräte, mit denen wir zu tun haben. Und das führt dazu, dass man so einen Moment von Leveling oder so hat untereinander. Also manche Personen machen eben Literatur, die haben aber eigentlich das gleiche Gerät, was ich auch habe. Was machen die da eigentlich anders als ich, wenn die ein Word-Dokument öffnen? Oder? Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch, da haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten am Anfang, den Atelierbesuch, den es ja in der bildenden Kunst gibt sozusagen, also Studio Visit auch gerne genannt. Was bedeutet, ich gehe zu einem bildenden Künstler, zu einer bildenden Künstlerin, als Kuratorin, aber auch als Sammlerin und schaue mir eigentlich diesen Lebensraum oder den Schaffensraum ja eigentlich an. Fragt man sich auch immer, wie stark das inszeniert ist, weil die Person weiß ja, das ist ja kein Überraschungsbesuch, sondern die Person weiß ja, dass jemand kommt und bestimmte Sachen sehen möchte. Man möchte der Person bestimmtes zeigen und trotzdem gibt es da ja auch in der Inszenierung immer wieder Überraschungsmomente für die Person, die eigentlich inszeniert hat, wie jetzt bei Clemens Setz auch gesehen, der eigentlich sagt, das ist ein totaler Arbeitsrechner und dann findet man doch Spiele auf dem Rechner. Hier sehen wir jetzt so Ausschnitte einfach mal, oder? Dass du genau, ist jetzt auch nicht vorgeladen, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber das war so der erste Hit, wenn ich, als ich vorhin bei Google Atelierbesuch eingegeben habe, so eine Reihe im MDR. Genau. Genau, das ist ein analoges Format, was es, glaube ich, jetzt nicht seit neuestem erst gibt, sondern schon viel länger und es bedient ja auch eine ganz andere Form, was du gerade schon gesagt hast, weil ein Atelier hat nicht jeder von uns zu Hause und jede. Das ist etwas sehr, sozusagen, da sitzt der Künstler, die Künstlerin und man möchte da so reinschauen. Das hier ist natürlich irgendwie so, wir verbinden das entweder mit Arbeit oder eben mit Freizeit, also mit dem Good oder dem Bad Screen, wie man es auch definieren möchte. Und trotzdem passiert da dann Kunst. Und du hast aber, als Covid anfing, glaube ich, so Vorbilder für deine Idee von Tap Talks dann, die so ein bisschen diesen Atelierbesuch in die digitale Sphäre gehoben haben, damit man noch Kunst erleben kann oder über Kunst auch so einen Diskursraum, oder? Zur Kunstproduktion und Praxis. Genau, ja. Es gibt eben mehrere Vorbilder, entsteht nicht aus dem luftleeren Raum. Es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die sich vor allem mit Screenshare auseinandergesetzt haben. Aber eine Veranstaltungsreihe, die ich sozusagen großartig finde, ich kann die jetzt, glaube ich, nicht so gut zeigen, aber es ist eine Veranstaltungsreihe, die heißt Screen Walks von der Photographers Gallery in London und dem Fotografiemuseum Winterthur veranstaltet, die zum Beginn der Pandemie gab es sozusagen so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung. Ja? Also es wurden plötzlich digitale Veranstaltungsformate ausprobiert, die vorher jahrelang an Fördertöpfen scheiterten. Ja, die wurden jetzt auf einmal bewilligt und dann konnten neue Formate ausprobiert werden. Das war eigentlich irgendwie, habe ich als spannendes Moment wahrgenommen. Und da gab es eben diese Veranstaltungsreihe Screen Walks, wo KünstlerInnen ihren Bildschirm zeigen, die allerdings in der Regel entweder
entweder so vorgefertigte Artist-Talks sind, also die Leute öffnen dann tatsächlich irgendwie Slides und sprechen über ihre Arbeit, oder extrem performativ sind, also wo dann so Surfing-Sessions performt werden, irgendwie auf verschiedenen Seiten oder sowas. Das ist eher so eine, ja, so eine Art Choreografie ist, die so abläuft. Aber es gab eben auch die Momente, vor allem in der Veranstaltung mit Penelope Umbrico, die ganz großartig ist, die viel mit Fremdmaterial, mit fotografischem Fremdmaterial arbeitet, was sie von so Seiten wie Craigslist oder so sammelt, also sowas wie eBay Kleinanzeigen vielleicht, und die dann sozusagen Tausende von Fotos von diesen Websites nach bestimmten Kategorien sammelt und das alles dann in einem bestimmten Ordnersystem ablegt. Und da dachte ich so, ah ja, okay, wie, das ist doch interessant, ja, also die diese Art von Ordnersystem ist total wichtig für ihre Arbeit. Sie kann nur sozusagen Fotos auf diese Weise ordnen und verschlagworten, weil sie ein bestimmtes Programm dafür benutzt und so. Und da dachte ich, ja, wie funktioniert das eigentlich mit dieser komischen Praxis, die ich auch an mir selbst beobachte, von man öffnet ein Dokument, speichert das dann ab als Pre-Final 1, dann kommt irgendwie Pre-Final 2, dann kommt Final, dann schreibt man nochmal weiter im Text, überarbeitet nochmal, dann ist jetzt so wirklich Druckfassung final, aber dann doch noch nicht. Und die landen dann auch alle in irgendeinem Ordner oder so. Du hast ja auch mit Clemens Satz eigentlich über diesen Punkt auch gesprochen, was ist Archivierung dann auch? Bei Autorinnen ist es ja Marbach, da gibt es ja eine Zentrale sozusagen, die das alles aufnimmt, den Nachlass. Das wird ja auch schon noch zu Lebzeiten, der Nachlass wird ja da verhandelt und wie man damit umgeht. Dann die große Frage von Clemens Satz, also er dann dachte, dass alle E-Mails von bestimmten Autorinnen schon archiviert werden und er sich fragte, warum er noch nicht gefragt worden ist und so ganz bisschen entrüstet war darüber. Es gibt, Marbach sammelt nicht alle E-Mail, den ganzen E-Mail-Verkehr aller Autorinnen im deutschsprachigen Raum, aber es hatte er so kurz mal gehört und war dann ein bisschen, also da auch die Frage, oder das kann man ja auch in die Wissenschaft übertragen, es gibt den Luhmannschen Zettelkasten, der ist sowas ganz Besonderes, sowas findet sich im Digitalen natürlich dann auch wieder jetzt einfach so, weil man das gar nicht mehr aufschreiben muss, aber es ist irgendwie nicht mehr so richtig sexy. Und das ist ja dann auch eine Frage, ne, die sich in der Kunst ja widerspiegelt, wie damit umgegangen wird. Und da würde ich jetzt gerne mal kurz zurückkommen, bevor wir weiter bei den Tech Talks bleiben, zu deinem eigentlichen Interesse. Erstmal als teilen wir dich mal kurz auf in die zwei Parts, die wir vorgestellt haben, Wissenschaftler, Literaturwissenschaftler und Autor. Zu deinem Verständnis als Literaturwissenschaftler oder deinen eigenen Projekten Digitalität und Literatur und was das für dich bedeutet oder womit du da umgegangen bist. Es wäre schön, wenn du uns das, das kann man ja auch zeigen, dein Postdoc-Projekt. Mhm. Weil wir genau, ja. Internet haben. Nee, ich glaube, es funktioniert. Genau, das letzte Forschungsprojekt, das jetzt kurz vor dem Abschluss ist, in dem ich gearbeitet habe, das heißt Library of Artistic Print on Demand. Das beschäftigt sich sozusagen eher nicht primär mit Literatur oder dem Einfluss der Digitalisierung auf Literatur, sondern eher dem Einfluss der Digitalisierung auf Bücher. Aber das hat sozusagen indirekt was mit Literatur und dem Literaturbetrieb zu tun, weil sich bestimmte Prozesse der Valorisierung, also wie wir Wert zuschreiben den literarischen Texten oder dem, was wir Literatur nennen, lange Zeit und noch immer sehr stark über das Medium Buch definiert. Also man so richtig AutorIn ist man erst, wenn man ein Buch publiziert hat. Das gilt vielleicht in gewissem Maße immer noch so. Und das Forschungsprojekt, womit ich mich mit Annette Gilbert gemeinsam auseinandergesetzt habe, beschäftigt sich mit dem Einfluss von Print-on-Demand-Technologie auf künstlerische Szenen. Also es gab sozusagen, wir haben einen Moment beobachtet, in dem die Fertigung von Büchern durch Digitaldruck so einfach und günstig geworden ist, dass jeder das nutzen kann, um Exemplare von Auflage 1 bis, keine Ahnung, oben offen produzieren zu lassen. Ja? Also so
wenn man an sowas denkt wie, weiß ich nicht, CEWE Fotobuch oder so, jeder kann problemlos aus dem Bildmaterial, das man so mit seinem Handy schießt, mit ein paar Klicks ein Fotobuch erstellen, sich zuschicken lassen, vielleicht noch eins, um das irgendwem zu schenken. Das ist mittlerweile so günstig geworden, dass das geht, individualisierte Bücher zu entwickeln. Das führt aber auch dazu, dass alle möglichen Bücher auf einmal oder alle möglichen Inhalte auf einmal sehr kostengünstig als Buch publiziert werden können. Und vor dem Hintergrund haben sich sozusagen KünstlerInnen mit diesem Produktionsverfahren auseinandergesetzt und es gab so eine Aufbruchsstimmung vor, weiß ich nicht, vielleicht vor 10 Jahren oder so, wo es dann so Plattformen wie Lulu oder Blurb oder so gab, wo man so ein Paperback, schwarz-weiß Paperback, irgendwie für $3-4 sich zuschicken lassen kann. Und Leute haben dann angefangen, eben alles Mögliche da rein zu kopieren und das als Buch zu veröffentlichen. Vielleicht ein Beispiel, jetzt so ein bisschen das erstbeste Beispiel, aber es gibt den Poet-Dichter Chris Sylvester, der sozusagen das komplette Wortmaterial aus der Pokémon Yellow-Version in einer bestimmten Schriftgröße als Buch publiziert hat. Und das ist dann so ein ziemlich großes Buch. Das ist sozusagen nicht der Programmcode des Spiels, aber alles, was an Gaming-Text oder an Text im Spiel, da gibt es wahrscheinlich einen richtigen Begriff für, geschrieben wurde. Und man kann sich dann so irgendwie durch dieses Spiel lesen. Und das ist so konzeptuelle Verfahren, die sich sozusagen mit der Transformation von solchen Inhalten in Buchform beschäftigt haben, gab es auch vorher schon. Aber jetzt konnte man das eben mit ein paar Klicks als Buch produzieren lassen und kann sich das zu Hause ins Regal stellen. Das habt ihr ja auch gemacht, ne? Also ihr habt jetzt eine physische Bibliothek erstellt aus die in München oder in Nürnberg? Nein, in der Stabi in München. Genau, in der Staatsbibliothek in München, da kommt die Sammlung hin. Alle Bücher, die in unserer Library gesammelt sind, existieren physisch. Das ist sozusagen so eine der wichtigen Voraussetzungen, weil es in bestimmten Conceptual Writing nennt man das auch, Conceptual Writing-Szenen, viel so Überlegungen gibt, Bücher zu machen oder über Buchkonzepte zu sprechen, ohne das Buch umzusetzen. Und das eben hier darauf fußt, dass alle Bücher nicht nur im Konzept abstrakt existieren, sondern tatsächlich physisch umgesetzt wurden. Und durch diese physische Umsetzung, so jetzt unsere These, eine Evidenzebene dazukommt, die allein durch das Konzept sozusagen nicht befriedigt werden kann. Also es gibt vielleicht noch ein anderes Buch, was ich zeigen könnte. Das Black Book? Nee. Das könnte ich auch zeigen. Ja. Ich habe jetzt gedacht an Moment, wie heißt das jetzt? Habe ich mich verschrieben. Moneymaker von Holly Melgard, das nur aus der Reproduktion von 100-Dollar-Noten besteht. Das ist sozusagen als Buchobjekt interessant. Wird aber vor allem interessant, wenn es gedruckt wird, weil es dann erst rechtliche Fragen aufwirft. Nämlich es geht dann um die Reproduktion oder die Produktion von Falschgeld. Und es ist sozusagen nicht rechtlich geregelt, ob in dem Fall die Künstlerin belangt werden kann, die das in Auftrag gegeben hat, oder ob die Person, die das als On-Demand-Buch bestellt, sozusagen rechtlich belangt werden müsste, die Print-on-Demand-Bücher werden sozusagen erst gefertigt, wenn sie bestellt werden. Oder ob die Print-on-Demand-Plattform belangt werden müsste, die aber sozusagen einen großen Claim hat, sie hat nichts mit den Inhalten zu tun, die auf ihrer Plattform veröffentlicht werden. Oder wäre es eigentlich sozusagen in dieser Mischsituation? So eine Art von Spiel mit dem Medium Print-on-Demand, was wirklich also sozusagen in einer bestimmten Kunstliteraturszene, die ja dann auch nicht auseinanderzunehmen ist, gerade bei Künstlerinnenbüchern sind, produzieren, ist ja dieses Blackbook, die, wenn ich es noch richtig habe, die ja dann sozusagen überlegt haben, wie können wir den größten Schaden oder nicht Schaden, aber
Genau, es gibt sozusagen von dem Konzept zwei Versionen. Ja. Es gibt Black Friday von Holly Melgart und das Black Book von Jean Keller, die zu einer ähnlichen Zeit entwickelt wurden, aber offenbar nichts voneinander wussten. Zuerst da war aber Black Friday, das komplett aus schwarzen Seiten besteht, im größten Format auf der POD-Plattform Lulu und sozusagen so mit der höchsten Seitenanzahl, die möglich ist, und so die Künstlerin den größten Verlust für die Print-on-Demand-Plattform produziert, weil sozusagen Ink oder schwarze Tinte der immer noch das teuerste Rohstoff in diesem Produktionsprozess ist, und Print-on-Demand-Plattformen kalkulieren die Seiten, den Preis für die Seiten nicht auf Basis der Vollflächigkeit des Drucks, sondern nur eben auf Seitenbasis. Und je mehr man draufdruckt, desto mehr wird es sozusagen zum Verlustgeschäft. Und das heißt dann Black Friday, das Buch, weil es am Black Friday in den USA immer so, ist ja so ein Shopping-Tag, sozusagen große Rabatte, und auf Lulu, wo es dieses Buch gibt, gibt es dann immer so und so 4%. Und wenn man es an dem Tag bestellt, ist es besonders effektiv. Ich glaube, ja, es gibt so diese Poetik, How to Break an Industrial Printer von Holly Melgart. Genau. Das sind so Interventionen über das Buchformat. Relativ leicht, dieses PDF zu erstellen und hochzuladen. Das dauert irgendwie 5 Minuten. Aber das Konzept wirkt sozusagen auf die Produktionsart, ja, zurück. Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, konzeptuell zu arbeiten als Künstler oder Künstlerin in dem Bereich, das tust du ja auch. Da kommen wir dann aber eher in den Bereich von Literatur als Code oder Code als Literatur, wie auch immer du das selber bezeichnen möchtest. Also dass man in Programmiersprache auch als Sprache und auch als künstlerisches Ausdrucksmittel verwendet. Wie genau können wir uns das vorstellen? Also ich würde sagen, es gibt, also ich bin kein Programmierer, ich kann nur rudimentär coden, sozusagen in Python, ich kann so ein bisschen skripten, würde ich sagen, und vor allem so Tutorials nachmachen. Aber ich glaube, es gibt einen Moment, in dem wir uns gerade befinden, wo viele, ja, viele sozusagen Tools, die vorher oder viele Arbeitsweisen, die vorher einer ExpertInnengruppe nur zugänglich waren, jetzt auf einmal allen irgendwie zugänglich werden. Also ich fand ganz interessant dieses Moment, also wir müssen nicht unbedingt über KI reden oder solche Dinge, aber ich fand interessant dieses Moment bei, ich glaube es war DALL-E 2 oder so ein neuronales Netz, was Bilder generiert. Da gab es so eine Version DALL-E Mini, die jemand veröffentlicht hat. Und da konnte man sozusagen auf dem Smartphone nur ein paar Begriffe eingeben und hat direkt 4, 5 KI-generiertes Bildmaterial produziert. Ist sozusagen so einfach geworden, dass man nicht mal mehr irgendwas irgendwie remote installieren oder keine Ahnung was, sondern man konnte mit wenigen Klicks das benutzen und an dieser Produktionsart teilnehmen. Man muss vielleicht gerade sagen, warum du KI so vorsichtig verwendest, ist, dass es bei mir immer so leicht zuckt und ich das in meiner Arbeit ungern verwende, weil ich an das Konzept von KI oder so noch nicht so richtig glaube und auch denke, dass es im Kulturbereich noch schwierig ist, davon zu sprechen, aber ist auf jeden Fall ein Kassenschlager geworden. Ja, ich will dir aber da gar nicht widersprechen. Ich weiß. Also, ich benutze das auch eher als Buzzword, weil es mittlerweile sozusagen für eine bestimmte Form von Software benutzt wird, dass das sozusagen mit Intelligenz oder so wenig zu tun hat. Können wir eins sehen oder gibt es das nicht mehr? Also weil es ist ja schon, durch Twitter ist ja auch so eine Plattform, die für Literatur oder ja, so. Aber genau, ich durch die was. Übernahme von Elon Musk hat sich da ja ein bisschen was verändert für alle Menschen, die dort was gemacht haben, oder? Es wird schwieriger oder unmöglich? Ja, genau, also es gibt, gab eine sehr aktive Bot-Szene auf Twitter, also Personen, die automatisierte Accounts
geschrieben haben. Also man schreibt dann so ein Skript, legt sich so eine bestimmte Form von Account auf Twitter an und das Skript pusht dann immer nach bestimmten Regeln Inhalte, die in Tweets veröffentlicht werden, auf die Plattform. Und seit Musk das übernommen hat, gab es dann so Gerüchte, dass das monetarisiert werden soll. Und das ist jetzt in so einem Maße passiert, dass sich das, ja, dass Accounts quasi deaktiviert wurden und niemand mehr bereit ist, Geld zu zahlen, um diese API, also diesen besonderen Zugang zu diesen automatisierten Accounts nutzen zu können. Und da gab es einen Bot, der hat letztens seinen letzten Post gemacht. Ich kann mal eben schauen, ob es da noch was gibt. Genau, das war der Bot Il Pleu oder Autorain. Autorain, den habe ich mal geschrieben. Der tweetet sozusagen immer, auf eine bestimmte Weise randomisiert Kommata und Leerzeichen, die dann zu so Regengrafiken führen. Und der zieht auch noch so Wetterdaten aus der Stadt Köln. Und wenn es sozusagen in Köln besonders regnet, dann regnet es hier bei dem Bot auch. Dann erhöht er sozusagen die Regentropfenzahl und die Taktung an Tweets. Das war so ein bisschen ein Experiment eigentlich mit der Timeline-Sortierung von Twitter. Wenn man dem Bot folgt, dann, wenn es sehr stark regnet, wird sozusagen die eigene Timeline so durchgespült. Also dann erscheinen auf einmal nur noch Regentweets und man kann wenig Inhalte sehen, sondern sieht nur noch Regen. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Es gab dann über die Laufdauer des Bots Updates in der Darstellungsweise von diesen Tweets, dass zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Leerzeichen nicht mehr erlaubt wird, wodurch die dann kürzer wurden, oder dass überhaupt Tweets in unterschiedlichen Längen dargestellt werden. Das wurde erst später eingeführt, ja, also dass diese Box des Tweets sich an der Inhaltslänge orientiert und so. Das hat die Darstellungsweisen verändert. Und jetzt eben, ich weiß gar nicht, wann das war, am 13. Juni war eben der letzte Tweet, weil jetzt die API in so einer Form geupdatet wurde, dass man jetzt zahlen muss. Und was sich aber sozusagen dadurch, oder was solche Arten von Literatur oder wenn man will, also ich würde das so konkrete Poesie eigentlich nennen oder plattformspezifische Literatur zeigen. Es gibt eine starke Abhängigkeit von dem künstlerischen Bot oder der Literatur oder der Kunst oder wie man das nennen will in dem Fall und der Umgebung, in der das stattfindet. Also wenn sozusagen die Darstellungsregeln verändert werden, verändert sich grundlegend die Rezeption, die man von so einer Arbeit hat. Was hier sozusagen im Extremfall ist, würde ich sagen, gilt für jegliche Form von Arbeit am Computer. Ich habe das hier so formuliert, Literatur im Digitalen ist immer Plattformliteratur. Kann man jetzt überlegen, wie groß man den Plattformbegriff machen will, aber was ich damit sagen will sozusagen ist, Literatur ist immer von den Darstellungsweisen, Paradigmen abhängig, in denen sie produziert wird, nämlich zum Beispiel von sowas wie, was für Formatierungsmöglichkeiten habe ich in Microsoft Word, was für Exportmöglichkeiten habe ich in so einem Programm und so weiter. Da wären wir jetzt auch bei dem Punkt und auch schon wieder fast zurück bei den TED Talks, also dem Interesse daran, sich das auch anzuschauen, besonders in der Kunstform Literatur, Textproduktion, weil der Genie-Moment noch immer so romantisiert in den Köpfen der Leute irgendwie vorherrscht, dass man sich eigentlich nicht vorstellen möchte, dass das einfach hier stattfindet, an so einem Ding, am besten noch in einem Coworking-Space in Kreuzberg mit 20 anderen Leuten, sondern man möchte natürlich sich die Person, die den Text produziert, alleine, vielleicht nicht mehr in der Dachkammer, aber schon so in der Art vorstellen. Man hat auch noch immer das Gefühl von Manuskriptseiten und roten Markierungen
handschriftlich und dass das alles in PDFs und in Word, also das sowas Schnödes, also unser aller Arbeitstool, sozusagen auch für Kunstproduktion herhält, ist irgendwie eine seltsame Vorstellung. Seltsamer wurde es ja dann auch in den TED Talks, als wir festgestellt haben, dass eigentlich alle mit Google Docs arbeiten, was ich niemals für möglich gehalten hätte, weil UrheberInnenrechte, Autorinnenrechte so hochgehalten werden und selbst die Leute, die da sehr groß dabei sind, lassen alle ihre Sachen bei Google liegen. Genau, aber wie hast du es damit gehalten? Also war das für dich auch so ein Moment, sich zu fragen, nicht das zu entmystifizieren oder so, aber das dahin zu bringen und sich anzuschauen, wie kann eigentlich an einem Programm, was gar nicht dafür gemacht worden ist, also nicht für Kunstproduktion, was ja auch sehr besonders ist für Kunst, weil Pinsel werden hergestellt für bestimmte Sachen, Leinwände, jetzt sind ja ne, Bühnen, wie auch immer bei jeder Kunst, aber wir arbeiten hier mit etwas, was fernab von, sondern Office-Programme sind, also Büroprogramme. Ja, absolut. Das ist, denke ich, was total Besonderes, dass wir eigentlich in Textverarbeitungsprogrammen, in Textverarbeitungsprogrammen Literatur schreiben. Und das würde ich auch sagen, ist nicht selbstverständlich. Aber natürlich gibt es irgendwie in der Geschichte der Medien, der Literaturproduktion immer eine Überschneidung von so Office-Tätigkeit der Schreibtätigkeit und der literarischen Produktion. Also genau, da könnte man so in die Historie einsteigen und schauen, findet das eigentlich immer am gleichen Schreibtisch statt oder so, das wäre vielleicht ganz interessant. Aber ich erinnere mich auch an so Schreibhaltungsforschung, die sich mit so bestimmten Haltungen, in denen dann so Lyrik geschrieben wird zum Beispiel, beschäftigt, wo es dann tatsächlich irgendwie so im 18. Jahrhundert oder so Guidelines gab, ja, wie man sich am besten hinsetzt, damit man sozusagen einen guten Text schreibt, wie man die Füße zueinander hält, in welcher Form man sich sozusagen zum Blatt irgendwie in Beziehung setzt oder so. Klar, also ich würde sagen, es geht auch immer irgendwie um Entmystifizierung. Ich weiß nicht mehr genau die These, die du da gesagt hast. Also, oder wiederhol das vielleicht nochmal. Ja, geht es darum, uns zu zeigen, also wir nehmen ja dann sozusagen den Claim, den das Ganze hat, Kunstproduktion, das Anderssein ja auch, das nicht in unserer Welt sein, das sich trauen, auch in eine andere Welt gehen. Ich glaube, es hat viel mit Kunstproduktion zu tun. Und das ist damit ja weg, wenn wir sehen, dass Katrin Passig, Heike Geißel alle miteinander in Google Docs arbeiten, dass alle so komische Ordner haben, die komische Namen haben, sich da selber auch manchmal drin verlieren und nicht mehr zurechtfinden. Wir sehen natürlich immer im Offline, das ist auch sehr schön, sie sitzen immer vor vielen Büchern und haben Notizen hinter sich, also das Bild wird noch gehalten. Also ich glaube, das fand ich auch ganz spannend jetzt bei den Einblicken, die wir bisher hatten in den Veranstaltungen, dass dass es eben zum einen dieses Moment von Leveling hat. Also wir sitzen alle am gleichen Gerät, wir kochen alle nur mit Wasser oder so. Und trotzdem schreibe ich nicht wie Katrin Passig, natürlich aus einem Haufen von anderen Gründen. Also es ist am Ende dann also ein reiner Technikdeterminismus schlägt fehl. Auch in Bezug auf Kunstproduktion. Es liegt nicht nur an den Tools, was produziert wird. Ich glaube nur, dass das Moment eben bei digitaler Technologie oder so oder Computern ist anders als dieses ins Atelier gehen und sich die Pinsel angucken, weil es sich da so einzeln materialisiert. Ja? Also man denkt so, ich bräuchte nur auch diese Farbe und diese Leinwand und den Pinsel, kriege ich vielleicht auch den Look hin. Vielleicht die Technik noch nicht so ganz, aber da kann ich vielleicht dran arbeiten oder sowas. Jetzt in Bezug auf so Gemälde, wie wir die gerade gesehen haben. Und natürlich eben aber auch, das ist nicht alles, was dazu gehört, Kunst zu produzieren. Trotzdem hat es mehr Überschneidung. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt denken würde, ich könnte so schreiben oder so malen dann oder so.
Trotzdem hat es Überschneidung mit der Lebenswelt, das haben wir in den TED-Talks ja auch festgestellt. Lustigerweise würde das zu so einer kleinen Serviceeinheit auch immer, als würde man ja eigentlich erklären, was sind denn jetzt deine besonderen Kniffe? Und jede Person, mit der du gesprochen hast, hat eigentlich so ein bis zwei Sachen mitgebracht und wir dann später mit anderen Leuten, die sozusagen zugeschaut haben, also dem Publikum gesprochen haben, wow, super, also Joplin muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Und dann war so, ah ja, oder Katrin Passek hat ein besonderes Tool, um ihre Tabs zu sortieren, das habe ich mir sofort installiert danach. Also es hat ja dann, das hat ja mehr mit der Lebenswelt auf einmal zu tun, weil es in dem gleichen stattfindet und sie vor den gleichen Problemen stehen, obwohl man nicht das gleiche tut. Und das ist ja diese ein bisschen seltsame oder dann in dem Moment überraschende Überschneidung. Und natürlich hat jedes Tool also auch immer sozusagen ein Versprechen oder so, also kauf mich oder installier mich und steigere deine Produktivität. Oder also von Apple sozusagen seit Jahren ist immer der Werbeclaim so, du kannst endlich deine kreative Energie channeln und umsetzen, so du brauchst nur dieses Gerät, ja, also dann bündeln sich so kreative Prozesse und du kannst endlich, weiß nicht, der Content Creator, die Content Creatorin werden. Das ist auch lustig, dass sie meistens auf Macs arbeiten, obwohl sie alle keine Grafik, also genauso wie wir beide ja auch. Ich notgedrungen, weil es von der Arbeit ist. Das ist ja auch so ein Ding. Trotzdem möchte ich jetzt noch zu einem Projekt gerade zum Schluss kommen, bevor wir zu Fragen kommen, wenn welche bestehen sollten bei euch. Weil ein bisschen treiben wir es jetzt mit unserem Projekt, was jetzt zum Droste-Festival passiert, New Beginnings, ein bisschen an die Spitze, in der Form, wie Autorin mit einer Maschine und mit einem Interface arbeiten muss. Magst du kurz erklären, was ich damit meine, weil du es besser, glaube ich, ausführen kannst als ich? Ja, genau. Also das ist eine Schreibperformance, die wir planen, also deren Umsetzung wir planen mit 48 AutorInnen, die jeweils für eine Stunde schreiben. Und zwar Text in eine Textbox. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht öffnen, weil das nur bisher nur rudimentär online ist. Man hat sozusagen nur so ein rudimentäres Textfenster auf einer Website und einen Timer, der runterläuft. Und man kann in dieser Zeit Text in das Fenster eingeben und wenn der Timer rund durchgelaufen ist, dann verschwindet der Text und wird von unserer Maschine, wenn wir sie so nennen wollen, verarbeitet. Und das, was wir sozusagen, was wir vorgeben, ist eine bestimmte, ist die Taktung des Schreibens nach bestimmten Zeitslots. Also jede Autorin schreibt für eine Stunde und innerhalb dieser Stunde gibt es dann irgendwie kleinere Zeitslots und dann wird der Text immer weggenommen und man kommt nicht mehr ran. Und der Gedankengang, aber der da so hintersteckte, war, also genau, das Programm wurde sozusagen geschrieben von Brandon Howell, der das programmiert hat und auch schon vorher in Schreibperformances zum Einsatz gebracht hat, aber noch nicht so als Online-Tool, was dann zentral so viele Personen koordiniert. Und der Gedanke so ein bisschen war dahinter, wie könnte eigentlich sowas wie eine Plattform für eine kollektive Literaturproduktion aussehen? Wie könnte man die eigentlich programmieren, die jetzt mit anderen Mitteln, aber vielleicht so ein bisschen ähnlich bindet, wie so eine Interaktion, sagen wir mal, auf Twitter oder so, oder eine Gestaltung einer Twitter-Timeline, wo viele Personen schreiben und es wird zentral die Timeline editiert und sortiert. Und wir haben jetzt noch zusätzlich diese Komponente von ihr habt nur eine bestimmte Zeit, in der ihr schreiben dürft. Es gibt noch so eine bestimmte Aufgaben. Es gibt auch Aufgaben. Also das ist, glaube ich, auch wichtig dabei, dass es eben nicht nur ein Schreiben ist, sondern Aufgaben. Es gibt auch andere Dinge zu editieren und das am Schluss. Und das ist vielleicht die Sache, die dann auch so ein schmerzhafter Prozess, glaube ich, für jede Person ist. Deswegen können wir das auch nicht länger als eine Stunde mit den Autorinnen machen, dass sie erstens keine Autorinnenschaft mehr darin haben. Also sie gehen unter und auch die Textteile von der nach einem festgelegten Algorithmus von der Maschine als Redaktionssystem zusammengefügt werden und ein Textkorpus entsteht, von dem wir noch nicht wissen, wie viele Seiten er umfasst, wie lange er sein wird, aber der dann in der Welt ist auch.
Genau, und publiziert wird auch als PDF und dann eben auch als Print-on-Demand-Buch. Also es gibt einmal dieses Moment von Konditionierung oder Überkonditionierung des Schreibprozesses und zum anderen dann so eine Form von Entmündigung oder von nicht mehr verfügen über den eigenen Text in einem gewissen Maße, die ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, also wir haben da auch so ein bisschen natürlich unterschiedliche leicht Standpunkte auch von dem Projektbeteiligten, aber die für mich so ein bisschen spiegelt unsere Interaktion mit digitalen, vielleicht vor allem mit Social-Media-Plattformen, wo wir Inhalte für die Plattform produzieren auf eine bestimmte Weise, die dann automatisiert editiert werden und wo wir dann aber eigentlich nicht mehr so richtig, zu einem gewissen Grade nicht mehr Verfügungsgewalt haben über die Texte oder Inhalte, die ja produziert werden. Genau, und was, glaube ich, auch interessant ist, dass das eben 48 Stunden läuft und auch immer live sozusagen, also jeder Prompt, wenn der gepusht wird, wird er auf der Seite sichtbar und verschwindet dann auch wieder. Das heißt, der Moment, der für die Autorinnen schwierig sein wird, ist für BesucherInnen oder für ZuschauerInnen, für lesende Personen, also Konsumierende des Projekts genauso, weil auf einmal so eine Zeitigkeit wieder da ist, die ja sonst im Geschriebenen, im Publizierten gar nicht mehr besteht. Was im Digitalen aber möglich ist, weil die Dinge einfach verschwinden. Und das ist, glaube ich, so ein, genau, in anderthalb Wochen ist es soweit und wir haben es noch gar nicht richtig ausgetestet. Das sind alles so, das ist ein großer Versuch. Ja, genau. Und ich finde aber so, es gibt so eine, es gibt so Strömungen im Grafikdesign, im Webdesign aber auch in anderen Design- und Editionspraktiken, sozusagen Container zu gestalten ohne Inhalte, ohne die Inhalte zu haben. Und sowas machen wir im Grunde gerade. Also wir leisten irgendwie oder bemühen uns, Editionsarbeit zu leisten. Wie kann der Text, der da am Ende rauskommt, irgendwie interessant sein? Ja, wie kann man das durch externe Faktoren irgendwie beeinflussen, dass da Literatur bei rauskommt oder so, ohne dass wir irgendwie eigentlich Inhalte haben? Wir testen natürlich so an, aber auch nicht, keine Datenlage oder sowas. Und das finde ich spannend eigentlich, wie sieht vielleicht eine Zukunft auch von Herausgeberinnenschaft oder von Editionsarbeit aus, die nämlich vielleicht dann auch eine Form von Gestaltung von automatisiert ablaufenden Prozessen sein kann. Ja. Ich glaube, auch damit würde ich jetzt sozusagen in die Fragen überleiten und alle nochmal zum Troste-Festival einladen, wo Andreas dann auch da ist und auch ein paar der Autorinnen. Wir haben das so gesplittet. Ein paar nehmen online, alle nehmen online teil, manche sind aber sozusagen mit Körper in Münster im Rüschhaus anwesend, die anderen machen das von den Orten, von den Lebens- oder Aufenthaltsorten aus. Genau, ich habe hier so Flyer dabei. Die verteile ich gerne gleich noch. Und jetzt würde ich, wenn Fragen bestehen, weiß gar nicht, ob du das moderieren möchtest oder ob wir das einfach so. Nee. Ja. Also, die letzte Idee, die erinnert mich so ein bisschen an Roland Gehl, der große automatische Grammatisator. Kennt ihr das? Kennt ihr gar nicht. Da geht es darum, dass ein Typ so gerne Schriftsteller sein wollte und hat es natürlich keine Kompetenzen, eine Maschine gebaut, die Texte geschrieben hat. Man musste so Buzzwords rein tippen, Liebe, Blumen, Wetter, und dann wurde eine Geschichte draus geschrieben über Liebe, Blumen, Wetter und so weiter. Und er hat dann alle Schriftsteller aufgekauft, so endet die Geschichte, damit es eben er der Schriftsteller ist und bleibt sozusagen mit verschiedenen Pseudonymen. Daran erinnert mich gerade eure Idee sozusagen, das Ganze automatisiert zu machen und damit eben die schriftstellerische Leistung ad absurdum zu führen, weil es keine Autorenschaft mehr gibt. Also ihr kennt es nicht, lest euch durch, das ist total cool. Ja, so dieses, wie so ein Lyrikautomat so ein bisschen, ne? Entschuldigung. Stelle ich mir gerade so ein bisschen wie so ein Lyrikautomat ja auch vor, die es ja auch schon sehr lange gibt. Also sagen seit Nullerjahren oder ein bisschen davor auch, oder? Genau, also aus dem Hip-Hop. Ja, Experimente mit also generativem Schreiben oder so.
Die gibt es sozusagen, seit es Computer gibt. Ja? Also das war, das ist auch so interessant, dass ja Computer auf einer, zumindest auf einer Beschreibungsebene immer Schriftmaschinen sind, sozusagen auf rudimentärer Ebene Maschinen der Textverarbeitung oder der Datenverarbeitung oder wie man dann das nennen will, zumindest werden irgendwie werden Zeichen auf eine bestimmte Weise in elektrische Signale übersetzt und so weiter. Keine Ahnung. Und aber auf der Ebene sozusagen wurde schon zu Beginn mit den allerersten Großrechnern wurden dichterische Experimente versucht und noch früher Regelpoetiken oder Regeln aufstellen, damit Kunst glückt oder Poesie sich fast wie von selber schreibt oder kombinatorisch schreibt, das ist auch noch viel älter. Ja? Aber was ich interessant finde, ist, ich kannte jetzt die Geschichte nicht, es gibt ein paar Geschichten, glaube ich, in diesem Metier, die so sowas prognostizieren. Und wir sind eigentlich gerade so ein bisschen vielleicht an dem Punkt, wo diese Art von Textgenerierung so gut geworden ist, dass man sich von ChatGPT mit wenigen Klicks und vielleicht wenig Editing einen Roman zu einem bestimmten Thema schreiben lassen könnte, der dann in einem bestimmten Stil ist und keine Ahnung. Und man kann sich schon fragen, was bedeutet das dann für die Literatur, die in Zukunft publiziert wird. Aber eben so die Prognose, wie das so ist mit der Kunst, vielleicht recht unwahrscheinlich, dass also eine bestimmte Form sozusagen der Textproduktion erleichtert das oder automatisiert das. Gerade in der Kunstproduktion geht es ja immer um sowas wie, wie vielleicht viel Regelbruch oder so Kontextwechsel oder Und das ist ja was können diese Form von Textgenerierung nicht leisten. Ja? Die können sozusagen stilometrisch Stile nachbauen und imitieren, die es schon gibt, einen neuen Literaturstil erfinden und den so inszenieren, eben nicht oder so. Und ich glaube, das ist was manchmal in dieser Diskussion um Artificial Intelligence, was die so ein bisschen verschleiert in Bezug auf Kunst, weil das sozusagen die gesellschaftliche und soziale Vereinbarung, die dann sagt, dieses Bild, das ist doch ein Kunstwerk, ja, also das ist sagen sie, toll, irgendwie kreativ, was da rausgekommen ist aus dem Computer, das sind wir, das ist eine soziale Vereinbarung, das ist eine kulturelle Vereinbarung und das leistet eine Maschine natürlich nicht. Ja, ich glaube, was... Ja. Ja, aber ich glaube, erstmal ist der Unterschied, dass der Schriftsteller oder die Schriftstellerin nicht native sind im Umgang mit diesen Interfaces. Es muss zum Beispiel erstmal nicht sein. Ich kann eine absolute Oberflächennutzerin sein und Word ist nicht sehr kunden- und kundinnenfreundlich zum Beispiel designt oder gemacht. Das sind einfach so Sachen, das würde ich mir jetzt bei Gestalterinnen anders vorstellen. Die sollten sich schon sehr gut, viel besser als ich, mit Photoshop und InDesign auskennen. Stelle ich auch immer fest, wenn mit drei Shortcuts Sachen gemacht sind, wofür ich eine Viertelstunde brauche. Und ganz bestimmt hat das Einfluss auf die Art und Weise, wie Text produziert wird, oder? Also ja, würde ich auch sagen. Also ein Beispiel, was man, fangen wir mal so an. Also wenn man so eine Plattform hat wie Twitter, die wird immer gern so benutzt in solchen im Reden über den Einfluss von Schreibumgebungen auf die Texte, die da produziert werden, weil Twitter gestartet ist mit dieser rigiden Zeichenbegrenzung. Also man kann nur kurze Texte schreiben. Und
daraus sind eine ganze Reihe poetischer Formen entstanden, die es vorher nicht gab. Genauso sind aus einer bestimmten Form von Bildbearbeitungstechnik, die über so Tools wie Photoshop oder so möglich sind, eine ganze Reihe an neuen künstlerischen Genres entstanden, von Meme-Bildern über dieses, das, was man vielleicht so This is Photoshopped oder so nennen könnte, das auf so einer populären Ebene ohnehin, aber ich denke auch auf einer rückwirkend dann auf einer Design-Ebene oder Gestaltungsebene, die dann vielleicht ja ein bisschen versierter ist oder so. Und ich glaube schon, dass man so in 10 Jahren auch erkennen würde, zu einem bestimmten Maße, zum Beispiel was Buchgestaltung angeht oder so, welche Bücher wurden eigentlich, weiß ich nicht, mit InDesign gestaltet oder so. Also ich würde sagen, es gibt diesen Einfluss, aber natürlich ist dieser Einfluss nicht alles. Eben, wir haben die gleichen Tools und trotzdem schreibt Clemens Setz lange Romane damit oder kann das und ich kann das nicht. Ich hatte noch einen Punkt, den ich sagen wollte. Fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Wir können das Gespräch auch von der Bühne, von uns von der Bühne wegbewegen, oder? Und gemeinsam in. Ne? Die Hand hat nur eine kleine Runde. Oder gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich auch sagen, gehen wir nach oben, essen und trinken was und reden ein bisschen weiter. Das ist doch nett. Ja. Okay, dann ganz vielen Dank.